Was ist denn? So, Tochter, wir müssen reden. Was müssen wir denn reden? Ich habe einen neuen Plan. Ach, wann hast du denn nicht einen neuen Plan? Am einen Tag heißt es, du willst Krokodile züchten, am nächsten Tag willst du ein Astronaut werden. Was ist denn jetzt das Neue? Ich werde Superstar. Oh, cool. Ja, freut mich für dich. Ah, deswegen die Haare, damit man dich auch wiedererkennt. Interessantes neues T-Shirt, was du da anhast. Es gibt nur ein Problem. Gibt es nicht immer. Was ist es denn diesmal? Tochter, ich brauche das Geld. Aber solltest du nicht echt viel Geld verdienen als Superstar? Wofür brauchst du da Geld? Für die Superstar-Schule? Oh, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber klar, die Superstar-Schule ist sicher nicht günstig. Vielleicht kannst du dann doch noch ein bisschen länger in deinem normalen Job bleiben, damit du dir die Superstar-Schule leisten kannst. Keine Ahnung. Oder, raub eine Bank aus. Nein. Es muss sofort passieren. Und wie? Also du hast ja das Geld nicht, dann kannst du ja nicht in die Superstar-Schule. Ich glaube nicht, dass du dich einfach nehmen. Tja, Tochter. Was muss ich machen? Was muss es diesmal sein? Was muss ich machen, Mama? Du brauchst eine neue Familie. Was? Wieso brauche ich denn eine neue Familie? Ich kann doch mitkommen. Also, ich koste jetzt auch nicht so viel. Geht nicht. Wie lange bist du denn auf dieser Superstar-Schule? Ich meine, viel länger als ein paar Wochen oder Monate kann es ja nicht sein. Hol dein Fahrrad. Ist es dein Ernst? Wir müssen mir jetzt wirklich eine neue Familie suchen? Geh zum Adoptionszentrum. Warte, du bringst mich nicht mal hin. Wir haben ein Auto. Ich soll mit dem Fahrrad jetzt zum Adoptionszentrum fahren und mich adoptieren lassen von der neuen Familie? Mama, ernsthaft? Ich muss mich vorbereiten auf die Schule. Okay, gut, dann... Los, geh schon. Viel Erfolg bei deiner Superstar-Schule oder was auch immer und ich mache mich auf den Weg. Es ist auch mitten in der Nacht, möchte ich nur mal anmerken. Ist das wirklich dein Ernst? Ja, Tochter, ist es. Alles klar, dann mach's gut. Tschüssi. Okay, da vorne ist das Adoptionscenter. Mal gucken, wer mich jetzt adoptieren will. Hallo. Oh, es ist jemand da sogar. Hi. Mein Name ist Ronja, ich möchte gerne adoptiert werden. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich brauche eine neue Familie, meine Mama geht zur Superstar-Schule, ist wahrscheinlich auch nicht die Einzige, die das jetzt gemacht hat und die deswegen ihr Kind zur Adoption freigibt. Aber genau, ich brauche jemanden Neuen, der sich um mich kümmert. Lass mich mal nachsehen. Mir ist eigentlich relativ egal, wer. Ich brauche nur jemanden, der vielleicht nicht alle 2 Sekunden seinen Job wechselt. Also ich hätte hier eine Superstar-Familie? Ach Gott, nein, bitte nicht. Das ist, am Ende sagen die, oh, noch, sie müssen nochmal zur Superstar-Schule und, ne? Eine Millionärsfamilie vielleicht? Auch nicht. Weil da weißt du ja auch nicht, was die machen. Vielleicht ziehen die dann in ein anderes Land. Okay, neue Bedingung. Ich würde gerne in Brookhaven bleiben. Und ich hätte gerne eine Familie mit festen Jobs. Nee, da habe ich leider nichts. Kriegen sie vielleicht bald neue Sachen rein? Oder sind nur die 2 Familien, die suchen? Gerade sind es nur die 2. Dann komme ich einfach morgen nochmal vorbei vielleicht? Oder wenn ich, übermorgen, keine Ahnung, wie oft kriegen sie denn Sachen rein? Okay, gerne. Normalerweise alle 3 Monate. 3 Monate? Okay, das Ding ist, meine Mom hat mich heute rausgeschmissen und ich habe nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Und das Haus wird wahrscheinlich verkauft, so wie ich meine Mutter kenne. Oder ich glaube, wir mieten das sogar nur. Dann habe ich halt nicht wirklich ein Zuhause. Naja, da kann ich dir leider nicht helfen. Verdammt, okay. Dann, was machen wir, wenn wir wütend sind? Einkaufen! Let's go! Okay, wir sehen uns später. Mir völlig egal, ob es nicht klappt oder nicht. Ich gehe jetzt Klamotten kaufen und zwar direkt gegenüber im Rockstar-Laden. Yippie! Hallo, irgendjemand? Ein toller Depp war das. Entschuldigung, Lady, Sie haben hier geschlafen? Okay, ja, ich bin echt müde. Kein Ding, ich kenne das. Ich bin auch manchmal müde. Ich schaue mich nur um. Sie können gern machen, was Sie wollen. Ich will wieder schlafen gehen. Alles klar, dann viel Spaß. Keine Sorge, ich klaue auch nichts. Klaue ja nichts, Kiddo. Okay, ich klaue ja nichts. Was will ich denn für ein neues Outfit? Das T-Shirt ist süß. Aber das ist so teuer. Was mit der Hose hier? Kein Verkäufer? Doch, aber die schläft hinter der Theke. Bisschen leiser reden, damit wir sie nicht aufwecken. Ja, na dann. Gratis Kleidung. Hey, obwohl, eigentlich? Weißt du was? Ja, ich glaube, du hast recht. Warte, dann suche ich mir noch ein besseres Outfit aus. So, wie findest du das hier? Gut gemacht, Kleine. Okay, und jetzt lassen wir einfach die Sachen und gehen hier raus? Ja, klar, wenn die Verkäuferin nichts sagt. Okay, ich meine, ich schätze mal. Oh mein Gott, was für ein aufregendes Gefühl auch. Einfach neue Klamotten zu haben und du musst gar kein Geld dafür ausgeben. Honestly, ich glaube, ich hätte gar kein Geld gehabt. Meine Mutter ist in letzter Zeit pleite. Beziehungsweise ist es überhaupt noch meine Mutter? Sie hat mich jetzt zur Adoption freigegeben. Wie dem auch sei, sorry fürs Nerven. Ich bin nur ein bisschen durch den Wind, weil das Adoptionszentrum keine Familien hat, die mich adoptieren wollen. Und die Neuen kommen erst in 3 Monaten. Sag mal, wenn du willst, kannst du zu mir. Oh, such dir gerade ein Kind? Ich könnte dich mit meinem Mann adoptieren. Oh, ehrlich? Das wäre richtig super. Okay, nur eine wichtige Frage.
Was macht ihr beruflich? Weil ich kann nicht nochmal in irgendeine komische Superstar-Familie gehen. Das, was du da gerade mitgemacht hast. Ja? Das ist unser Beruf. Wir sind Kriminelle. Oh, cool. Ich meine, immerhin keine Superstars. Also, ganz ehrlich, mir egal, dann seid ihr Kriminelle. Ich bin jetzt ja auch kriminell, weil ich habe ja auch was geklaut. Also, passe ich ganz gut in die Familie, schätze ich mal. Wo wohnt ihr denn? Du wirst Spaß haben. Ich bring dich hin. Okay, super. So, da wären wir. Oh, okay, das ist die... Oh, macht Sinn, wenn ihr Kriminelle seid, dass ihr so eine Untergrundbasis habt. Oh, alles richtig hübsch. Warte, ist das... Ist das mein neuer Vater? Hey, wer ist das denn? Hi, ich bin Ronja. Ich wurde adoptiert von deiner Frau. Sie ist echt gut im Klauen. Ja, wir haben vorhin die Klamotten, die wir anhaben, in dem Laden geklaut. Wirklich? Hat es dir Spaß gemacht? Ja, also es war ganz cool eigentlich, das Gefühl, weißt du, neue Klamotten zu haben und nichts dafür bezahlt zu haben. Na dann, willkommen in der Familie. Wie lange seid ihr schon kriminell? Schon seit 20 Jahren. Oh, okay, cool. Und ihr wurdet noch nie erwischt? Nein, nicht mal annähernd. Boah, dann seid ihr wirklich gute Kriminelle. Kein Wunder, aber die Basis hier sieht auch nicht billig aus. Wir werden dir alles beibringen. Okay, super. Wo schlafe ich denn? Ich zeige dir dein Zimmer. Okay, ich bin aufgeregt. Da hinten? Das ist hinter so einer Semi-Glaswand. Warte, hier sind 3 Betten. Wollt ihr noch mehr Kinder adoptieren? Ja, wir wollen hier eine kleine Familie. Oh, wie schön. Ja, du bist die erste von vielen. Ich freue mich schon auf die anderen Kinder. Okay, ich würde dann jetzt aber mal schlafen gehen, weil ich hatte einen super langen Tag und ich bin echt müde. Es war echt viel heute. Naja, morgen rauben wir eine Villa aus. Oh mein Gott, wirklich? Wie aufregend. Dann zeigen wir dir alles Wichtige. Alles klar, dann versuche ich schnell zu schlafen, damit ich morgen genug Energie habe. Gute Nacht, Schatz. Gute Nacht, Mama. Ist das hier das Haus? Los, Dan, du hältst Wache. Okay, dann gehen wir zwei rein und klauen. Es ist auch schon abends. Das ist echt eine ganz gute Uhrzeit. Es scheint auch keiner zu Hause zu sein. Sind wir uns sicher, dass hier niemand zu Hause ist? Ja, wir haben alles recherchiert. Okay, dann mal rein. Wie aufregend. Oh mein Gott. Okay, ich nehme an, wir wollen das Geld oder wollen wir Wertgegenstände? Aber ich glaube, die sind zu schwer zum Tragen. Gehst du in den Keller? Dieses Haus hat einen geheimen Safe-Raum. Oh, okay, ich sehe, ihr habt wirklich gut recherchiert. Okay, also man muss immer erstmal recherchieren, bevor man in der Villa einbricht, damit man weiß, wo der Safe ist. Das merke ich mir. Und dann lässt man jemanden draußen Wache stehen, richtig? Gibt's sonst noch was? Und lass nie Beweise zurück. Alles klar, dann wollen wir in den geheimen Raum? Das Bücherregal fährt zu... Oh mein Gott! Warte, hier war ein Knopf, oder? Ja. Das Bücherregal fährt zur Seite wie wild. Das ist wirklich ein geheimer Safe Raum. Den hätte ich nie gefunden, wenn ich es nicht gewusst hätte. Zum Glück seid ihr gut informiert. Okay. Und hier unten ist der... Oh, das wirkt irgendwie sketchy. Also ich weiß, dass wir die Einbrecher sind, aber irgendwie das Haus komische, ganz, ganz komische Vibes. Wo ist denn das Geld? Bleib hier, ich hol das Geld. Warum schleichen wir eigentlich noch? Hier drinnen kann uns doch keiner mehr sehen. Ich glaube, das ist einfacher, wenn wir einfach rennen. Das ist eine dicke Tasche. Ich glaube, wir können einfach rennen, oder? Ja, los, Dan ist schon weg. Wie, Dan ist schon weg? Ich dachte, Dan hält Wache. Was seid ihr denn für Verbrecher? Wie kann es denn sein, dass ihr noch nie erwischt wurdet? Aber gut, ich schätze mal... Ich dachte gerade, da habe ich jemanden gesehen. Wir wisst sicher, was ihr tut. Ihr seid die Professionellen. Ich bin nur ein Anfängerverbrecher. Und wir rennen jetzt... Warte, das ist direkt gegenüber von eurer Geheimbasis? Ja, die verdächtigen uns nie. Oh, alles klar. Dann geht's wieder ab nach Hause. Wie aufregend. Unser erster großer Raub als Familie. Und wir haben so viel Geld. Es lief alles so super. Was für ein Spaß. Lass uns das morgen wieder machen, okay? Gut gemacht. Dankeschön. Morgen geht's weiter, aber jetzt ins Bett. Alles klar. Ja, war auch ganz schön anstrengend. Ich gehe dann mal schlafen. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, Papa. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Ich werde adoptiert von Kriminellen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.